Herzlich willkommen zu dem dritten Interview mit unserem lieben Bernd, dem Bienenflüsterer. Lieber Bernd, du hast uns schon so viel über deine Bienen erzählt und darüber, wie du damit umgehst. Eine Frage, die ich habe, ist, wie viele Drohnen hat im Durchschnitt so ein Stock? Ja, ich begrüße euch alle. Und ja, zum Thema Drohnen. Ja, die Drohnen, die sind ja nur im Sommer im Bienenvolk. Ich hatte nur einmal ein Volk, was auch Drohnen mit in den Winter genommen hat. Die Drohnen sind ja ganz besonders. Also zum Wesen des Bienen gehören ja alle Bienenteile, sowohl die Arbeiterin, die Königin als auch die Drohnen. Auch der Imker ist Teil des Bienens in dieser Symbiose. Die Drohnen haben eigentlich nur einen Sinn und Zweck. Die werden bereitgehalten, um im Idealfall in ihrem Leben einmal eine Königin zu begatten. Und danach sterben sie, die Drohnen, die eine Königin begatten. Und die anderen, die werden geduldet, solange das Volk einen Bedarf sieht, Drohnen vorrätig zu halten für Begattungszwecke. Die Drohnen werden quasi warm gehalten oder wieso habe ich mir das vorzustellen? Ja, genau. Die Drohnen werden einfach die Königin. Also mal grundsätzlich, die Drohnen bestehen aus unbefruchteten Eiern. Arbeitsbienen, Königin entstehen aus befruchteten Eiern und Drohnen aus unbefruchteten Eiern. Die Königin bestimmt, ob sie jetzt in die größeren Zellen, die Drohnenzellen sind etwas größer als die Arbeiterinnenzellen, dass sie da dann ein unbefruchtetes Ei reinlegt und einige hundert bis zu einigen tausend Drohnen werden immer vorrätig gehalten, um eben halt die Genetik dieses Bienenvolkes weiterzugeben. Und die Drohnen, die können nicht selber Nektar sammeln, die können nicht mal selber trinken aus der Wabe den Nektar, die müssen gefüttert werden. Somit haben die Mädels voll im Griff, was mit den Männern los ist. Die werden da wirklich gefüttert, solange das Bienenvolk meint, sie werden gebraucht. Und danach werden die zur Drohnenschlacht, zur sogenannten, einfach dann aus dem Stock entfernt. Die werden rausgeschmissen, nicht mehr gefüttert. Ja, die verhungern dann vorm Stock am Flugbrett. Die armen Kerle sitzen dann da ganz bedröppelt und wissen gar nicht, was los ist. Wurden gehätschelt, getätschelt und auf einmal alles vorbei. Drohnenschlacht bei Volk Irmgard. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Werden einfach nicht mehr gefüttert, fliegen einfach raus. Oh, auch ein bisschen fies, ne? Ja, wenn man jetzt nicht mit Bienen zu tun hat und das so hört, dann denkt man schon. Also dann, ja, ich finde es auch immer einen schrecklichen Anblick, aber es ist halt von der Natur so eingerichtet, die vielen tausend Jahre mutmaßlich, dass die so ticken halt. Ne? Ja. Ja, was ich immer noch nicht ganz verstanden habe daran, ja, wahrscheinlich, weil ich ein Mensch bin, dass die Königin quasi ihre eigenen Drohnen ja als Ei dahinlegt. Und quasi bestimmt, ob diese Drohne jetzt lebt oder nicht. Und ja, das ist quasi so etwas eigentlich, ja, wie soll man das denn jetzt nennen? Bei Menschen nennt man das Inzucht. Ist. Das habe ich irgendwie noch nie ganz wechseln können, dass so etwas Bestand hat. Nein, Inzucht gibt es in dem Sinne nicht. Wenn eine Königin... Also die Bienen haben ja auch einen unterschiedlichen Entwicklungsstatus. Die Königin legt die Eier und aus den Eiern werden dann Maden und die Maden, die werden dann zu Rundmaden, Streckmaden, die Zelle wird verdeckelt und die schlüpfen dann. Eine Drohne braucht 24 Tage, eine Arbeitsbiene 21, 22 Tage und eine Königin schlüpft schon nach 16 Tagen. Ob es eine Arbeiterin oder eine Königin wird, liegt am Futtersaft, mit dem die gefüttert werden. Und die Drohnen werden auch ganz normal gefüttert, aber nur halt aus unbefruchteten Eiern gelegt. Und eine Königin, wenn die zum Begattungsausflug einmal in ihrem Leben ausfliegt, wird sie von bis zu 15 Drohnen begattet, von unterschiedlichen Völkern, nicht aus demselben Volk. Das kann passieren, aber das ist darauf angelegt von der Natur, dass eine genetische Vielfalt entsteht. Genau, und deshalb wird die von bis zu 15 Drohnen begattet in der Luft. Eine Drohne stirbt nach der Begattung,
die anderen, die keine Königin getroffen haben, an den Drohensammelplätzen. Die Drohnen wissen genau, wo die Drohensammelplätze sind. Auch die Königin wissen das. Man kann ein Volk jetzt von hier nach da bringen. Die wissen einfach, wo diese Drohensammelplätze sind. Und ja. Und da treffen sich alle Drohnen und alle Königinnen zur gleichen Zeit? Ja, es gibt so, meistens ist es in der Mittagszeit, wenn schön die Sonne scheint. Die Drohnen, die machen da den ganzen Tag ihre Ausflüge, klappern die Drohnensammelplätze ab, in der Hoffnung, dass mal eine Königin vorbeikommt. Ja, es ist immer dafür gesorgt, dass Drohnen an diesen speziellen Plätzen sind. Also das ist die Faszination der Bienen, wie das funktioniert, wie einfach die Königin und die Drohnen genau wissen, wo sie hinzufliegen haben. Ja, das ist faszinierend. Also das ist der Bienen, die Bienen, das ist ein Organismus, eine Wesenheit, die, ja, Rudolf Steiner hat es mal gesagt, noch höher angelegt ist als der Mensch, so vom Ganzen her. Und das kann man so sehen. Das ist eine Faszination, eine Wissenschaft, ein Wunderwerk. Ja, von diesem Sonnentanz habe ich mal gehört. Und dieses, ja, Schwänzeln heißt es, glaube ich, dass die Arbeiterbienen quasi im Stock einen, ja, Schwänzeltanz, Sonnentanz aufführen, der dann genau die Richtung und die Entfernung der nächsten Blumenwiese angibt. Ja, ganz genau. Das ist wirklich auch faszinierend, wie die sich gegenseitig informieren und wie die navigieren. Und die Biene ist ja ein Sonnentier, ein absolutes Sonnenwesen, ein Lichtwesen. Und wenn ich jetzt einen Bienenstock stehen habe und ich stelle den nur einen halben Meter zur Seite, die zurückkehrenden Sammelbienen, die fliegen genau dahin, wo der Stock vorher stand. Und kommen hin und sehen da nichts mehr. Und dann müssen sie erst mal gucken, wo steht jetzt der Kasten oder wo finde ich jetzt einen neuen Kasten, wo ich rein kann. Ne? Die sind so fixiert, die navigieren so exakt. Und dieser Schwänzeltanz, da forscht man auch schon lange. Und ja, das sind Dinge, die man auch mit der Wissenschaft schwer erklären kann teilweise oder schwer entschlüsseln kann, erklären schon. Verschiedene Elemente des Tanzes sagen an, wie stark die Trachtquelle ist, in welche Richtung, welche Entfernung. Die wissen das einfach, ne? Und das ist für uns Menschen schwer zu entschlüsseln, aber es ist einfach faszinierend, wie so ein Superorganismus Bienenvolk funktioniert. Ja, das ist es. Und du sagst, der Imker ist genauso ein Teil des Volkes. Ja, genau, das ist der Bienen. Also man sagt, der Bienen, für viele ist der Bienen nur dieses Bienenvolk, diese Gesamtheit der Einzelwesen im Bienenvolk. Aber nach neueren Erkenntnissen der spirituell ausgerichteten Imker oder ökologisch ausgerichteten Imker, ist es halt so, dass der Imker Teil des Ganzen ist. Also man geht da schon sehr tief rein, wenn man sich verbindet mit den Bienen. Und ja, auch durch die Varroamilbe ist es auch schwierig für die Bienen einfach zu überleben über einen längeren Zeitraum, die Völker, weil die Milbe, man hat es mal am Punkt, wo die Milbe aufgetreten ist, das erste Mal, hat man es versäumt, einfach eine starke Auslese zu betreiben und wirklich zu sagen, auch wenn jetzt hier fast alle Bienenvölker daran zugrunde gehen, wir züchten nur nach von den Völkern, die mit der Milbe klarkommen, dann wäre man durch gewesen. Aber klar, Berufsimker, die davon leben, haben natürlich ihre Sichtweise und die Milbe kommt ja nicht von ungefähr und die Pharmaunternehmen hatten dann auch gleich ihre chemischen Mittel gegen die Milbe parat. Das ging alles recht schnell und da sind so viele Interessen. Und heute fängt man an, also die Menschen, die professionell Zucht betreiben, lesen jetzt auf Eigenschaften aus bei der Biene, die mit der Milbe klarkommt. Die erschaffen so Bienen, die besser mit klarkommen, die besseren Putztrieb haben, wird Auslese betrieben. Ja, das würde auf dem natürlichen Wege, wie ich das mache, mit der Imkerei, das durch Schwärme vermehre, würde sich das automatisch so einpendeln irgendwann. Wäre unterwegs vielleicht erstmal verlustreich, aber ja, ich musste auch selber noch mal einen Weg finden, jetzt wo ich wieder eingestiegen bin in die Imkerei, wie ich das handhabe. Ich beobachte die Völker und entscheide einzeln, wie viel Behandlung, was die brauchen, ob überhaupt. Die Freiheit nehme ich mir, genau. Ja, ich habe in einem Video gesehen, wie du da ein Pulver reinpustest in die Bienenstöcke. Worum handelt es sich da? Ja, das ist kein Pulver, was ich reinpuste. Die meisten Imker arbeiten mit einem sogenannten Smoker. Früher hatten die Imker eine Pfeife oder eine Zigarre im Mund. Und das ist einfach Rauch. Ich habe da so klein geschnittenes Hanfstroh drin.
Ja, manche sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so schonend für die Bienen, weil in der Natur der Bienen ist es angelegt, wenn jetzt Rauch kommt, dann denken die, es brennt, Waldbrand. Die haben ja früher alle in hohlen Bäumen gelebt. Und die denken dann nicht mehr daran, den Imker zu stechen oder so, sich zu verteidigen. Die sehen zu, dass sie erstmal ihre Honigblase füllen, falls die als Volk ihren Kasten, ihren Baum oder so verlassen müssen. Und in dem Moment hat man als Imker Ruhe. Das ist eigentlich ein ganz mieser Trick, aber es macht es doch recht einfach, wenn man an die Bienen mal ran muss. Ich arbeite sehr extensiv, lasse sie schwärmen und gucke da nicht jede Woche durch, wegen Schwarmkontrolle oder sowas im Frühjahr. Ich beobachte viel am Flugloch und ich habe es dann aber auch gerne. Das ist jetzt mein Anspruch an die Bienen. Ich sehe zu, dass ich alles den Bienen gerecht mache. Aber als Teil des Bienens ist mein Anspruch, dass ich vernünftig mit den Bienen arbeiten kann. Und deshalb mache ich da immer, wenn ich den Kasten aufmache oder schon vorher das Flugloch, ein paar Rauchstöße, ist auch das Signal für die Bienen. Ich kommuniziere ja auch mit den Bienen. Ich sage am Tag der Eingriffe, sage ich morgens schon Bescheid. Mädels, heute komme ich. Heute muss ich mal gucken, was bei euch so los ist. Ich verstehe die Bienensprache noch nicht ganz. Ich kann einiges erfühlen, aber ich glaube, ich bin sicher, die Bienen verstehen unsere Worte und unsere Gedanken und unsere Schwingungen sehr gut. Ich kündige das dann an. Und in dem Moment, wo der Rauchstoß durchs Flugloch kommt, wissen sie, gleich geht der Deckel auf, jetzt ist der Bienenvater wieder da und ja, können sich darauf einstellen und das klappt dann ganz hervorragend. Ich spare mir dadurch die Schutzkleidung und genau, es ist einfach ein schönes, achtsames Arbeiten, wenn man ohne Schutzkleidung. Man lernt so richtig mit den Bienen umzugehen, wenn man konsequent auf Schutzkleidung verzichtet. Ja, ganz bestimmt. Ja, ist schon aus Eigenschutz. Aber es ist ja auch die Art und Weise, wie man da rangeht. Also du als Bienenflüsterer bestimmt mit ganz viel Gefühl. Ich habe mal mit einem Schädlingsbekämpfer gesprochen und der hat mir erzählt, dass er von Bienenstöcken und auch Wespennester lieber Abstand hält, weil die Stöcke intuitiv fühlen, dass er normalerweise Insekten töten würde. Ja. Also das riechen die wohl, da liegt wohl tot in der Luft, wenn der um die Ecke kommt. Das wird wahrscheinlich der Grund sein bei dir, dass es bei dir andersherum ist, weil du die Bienen problemlos, ja, weil du problemlos an die Bienen herantreten kannst. So ist es, genau. Und das ist das auch, was Anastasia in dem Kapitel in Band 1, wen die Bienen stechen, so sagt, die Bienen spüren jedwede Aggression. Das muss nicht gegen die Bienen selber sein, wenn man jetzt mit einem Nachbarn, Partner oder mit irgendjemandem im Streit ist und Aggressionen hat, das spüren die Bienen. Wenn es gegen die Bienen geht, erst recht. Und ja, das ist ein Grund, warum die kratzbürstig agieren können. Also ich hatte zum Beispiel ein Volk dazugekauft im Frühjahr. Die waren so ein bisschen, ja, so grenzwertig, also da bin ich auch die ersten Male mit Schutzkleidung noch rangegangen. Ich habe dann gesagt, nee, jetzt musst du dich langsam mal drauf einlassen. Bin noch mehr in meine Ruhe gegangen und mittlerweile kann ich die auch sehr gut ohne Schutzkleidung bearbeiten, obwohl die grundsätzlich ein bisschen kratzbürstiger sind. Und das liegt auch daran, dass ich da ohne Vorbehalte, ohne Aggression, einfach im totalen Frieden und in der Faszination und der Liebe zu den Bienen mich denen nähere. Und das, ja, das stellt man immer wieder fest, dass die das sofort wittern, spüren, riechen. Und ich habe jetzt auch noch so eine kleine Anekdote. Ich hatte Besuch gekriegt. Ich mache ja auch hier immer Führungen an meinem Bienenstand. Ich habe ja auch den Bienen-7-Stern jetzt fertig eingerichtet. Im August jetzt gerade ganz frisch. Oh, du hast einen 7-Stern? Ja, genau, der Bienen-7-Stern, das ist dann auch der Heiligen Geometrie, altes Templerwissen. Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da mal, wenn du magst, noch mal eine Extrasendung drüber machen. Nur über, ja, den sehr, sehr gerne. Mann, die Sieben-Sterne. Klasse. Ja, das ist ganz faszinierend, was ganz Besonderes. Das ist für mich ein Forschungsprojekt, aber da ich ja spirituellen Dingen aufgeschlossen bin, solchen Sachen, ja, finde ich das sehr spannend. Aber zurück zu der Geschichte, die ich erzählen wollte. Ich habe auch immer ganz viele Menschen, die eben halt meinen Bienenstand besichtigen wollen und oder sich auch gerade den 7-Stern anschauen wollen. Und ich hatte Besuch, wollte mal zeigen jemandem, wie jetzt die Bienen so drauf sind. Und ich bin da so ein bisschen unvorbereitet. Ich hatte weder die Bienen noch mich vorbereitet und habe einfach mal so
oben den Deckel aufgemacht und ja, das war einer der Stiche, die einfach so kam. Mir sofort ein Stich von dem sonst einen der friedlichsten Völker überhaupt eingehandelt. Ne? Und das ist eben halt diese Schwingung, dass man immer wirklich in Ruhe bleibt, in Gelassenheit, im Frieden und nichts hektisch, unvorbereitet, ohne Absprache, ohne Vorherige mit den Bienen. Ja, genau. Das ist da passiert gewesen. Ne? Und das muss nicht sein, wenn man wirklich einfach konsequent rangeht, wenn man in der Ruhe ist und vorher kommuniziert und sich darauf einlässt. Ja, krass. Ich weiß nicht, ob ich da so cool bei bleiben würde. Ja, also noch in Norddeutschland früher, wie ich geimpft habe, das waren ja die wilden Jugendjahre, wo ich dann auch noch viel im Außen war, viel im, wahrscheinlich auch noch ja, die üblichen Aggressionen, die man manchmal als Jugendlicher so hat. Ich konnte auch nicht ohne Schutzkleidung rangehen. Ne? Das wäre da auch massiv schief gegangen, obwohl ich auch friedliche Bienen hatte, Großen und Ganzen. Ja, ich merke es beim Mähen, also den Bienen 7-Stern halte ich immer gern kurz gemäht, das Gras, damit auch diese Form des 7-Sterns gut zur Geltung kommt. Und ja, Bienen mögen keinen Rasenmäher. Ob es der Geruch vom frisch geschnittenen Gras ist oder die Schwingung, die Vibration vom Rasenmäher. Früher in Norddeutschland an meinem Bienenstand, wenn ich mit dem Rasenmäher kam, ja, die sind durchgedreht. Ich konnte nur vermummt Rasen mähen. Und hier jetzt kann ich immer ohne Schutz bis an die Bienen ranmähen, vorm Flugloch alles, absoluter Frieden. Ich habe manchmal das Gefühl, die mögen es auch gern, wenn es gepflegt ist um die Kästen rum. Ja gut, ich könnte mir vorstellen, also Bienen sehen ja Infrarot, aber man weiß ja gar nicht, was sie hören. Ja. Und wie so ein Rasenmäher schwingt. Ja. Der hat ja bestimmt eine ganz eigene Frequenz. Ja. Also man kennt es ja vom Staubsauger, es gibt welche, die kann man einfach nicht hören. Also, ja. Also mir geht es jedenfalls so, ich weiß nicht, das geht einfach so gar nicht. Ja, ja. Da muss ein anderer Staubsauger ran. Aber ja, wahrscheinlich geht es den Bienen ähnlich. Was meinst du? Ja, ich kann es noch nicht betiteln, weil ich habe da wirklich jetzt hier einen Benzinrasenmäher, der wirklich da auch Abgase rauspustet, die sie ja gar nicht mögen. Also Bienen reagieren auf Parfüm, Alkohol, Schweiß, Farben, Lacke, auf strenge Gerüche reagieren Bienen sehr stark, sehr heftig. Und ja, und diese Abgase vom Rasenmäher ist eigentlich was sie nicht mögen, aber es funktioniert. Also ich sage auch vorher Bescheid, wenn ich mähe den Tag, und ja, irgendwie ist da Frieden jetzt, großer Frieden hier bei mir am Bienenstand. Und wenn man eine Führung bei dir bucht, sollte man möglichst nicht parfümiert kommen. Genau, das ist richtig. Also ich mache gern Führungen, wer mal hier in der Nähe ist, im Allgäu oder so. Einfach mal sich melden bei mir. Kontaktdaten sind auf meiner Internetseite oder über YouTube. Man kommt dahin, auch zu meinem Telegram-Kanal kommt man hin. Man kommt an mich rein, ich bin greifbar und nehme mir da immer gerne Zeit, Menschen was darüber zu erzählen, das Ganze hier zu zeigen. Ja, so wie jetzt hier bei uns. Genau. Bei der Gelegenheit möchte ich dir nochmal auf dein Spendenkonto hinweisen, was ich hier jetzt einblenden werde. Ja, wer eine Führung buchen möchte bei unserem lieben Mensch Bernd, der kann das gerne tun. Und wer spenden möchte, bitte auch gerne, weil es ist wirklich für einen guten Zweck und für den Bienenflüsterer. Ja, ist nicht für mich. Es ist jeder Cent, den ich da bekomme an Spenden, an Geschenken, geht in die Imkerei. Ja, so habe ich das auch gemeint. Genau, ja. Und es ist auch so, bei mir am Bienenstand hängt eine Spendendose, und wenn die Menschen kommen, ich erzähle denen bedingungslos was über die Bienen, und wer mag, der darf da was reintun, und wer nicht mag, ist genauso gern gesehen. Das ist für mich da ganz selbstverständlich. Ja, klasse. Lieber Bernd, es würde mich sehr freuen, wenn du uns das nächste Mal von deinem 7-Stern erzählst. Ja, sehr gerne. Also ja, das ist ja mein besonderes Forschungsprojekt, wie ich es mal nenne. Und da bin ich gern bereit, schon meine bisherigen Erfahrungen und Grundsätzliches über den 7-Stern mit allen Menschen hier zu teilen. Und ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, das hier tun zu dürfen. Und ja, wünsche allen hier alles Liebe und Gute. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn unser Bienenflüsterer uns von seinem 7-Stern berichtet.